neues Video. Stark, eine Sekunde, habe ich noch irgendwas auf hier? Nee. So, rein in Baba Memes. Rein da in die Masse, würde ich sagen, oder? Was für 4K? Okay, wenn der Stream laggt, habt ihr selber Schuld. Hier, bitteschön, bitte, 4K. Das sieht ein klassischer Freitagabend. Digga, als wären wir hier im Kino, entspannt euch doch mal. Das sind Memes, Alter. Die Memes sind eh alle in 144p im Video drin. Das bringt euch nichts, wenn das 4K ist. Das sieht ein klassischer Freitagabend bei den Jungs und mir aus. Boah, sehr chillig. Okay. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Eine kurze Frage. Mein Name ist Paul Zimmer. Und Herr Luschef. Ich fotografiere interessante... Herr Luschef, was ist der Sehchef? Alles so wie immer? ...Menschen auf der Straße. Der Bruder wollte doch nur seine Mutter packen. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bruder. Ich glaube, der hat schon was nicht. Warum finde ich sowas so lustig, Digga? Es ist so bad, mein Humor ist so gefickt, ich schwör auf alles. Ich bin gerade mit den Jungs hier, wir wollten einen gemütlichen Tag machen. Wir haben Essen bestellt. Sieht eigentlich schon mal gut aus, ne? Pizza Margherita, Pizza Jalapenos. Mm, Pizza Jalapenos, sehr, sehr stark. Gut aus, ne? Aber Pizza Margherita. Hier fehlt eindeutig der Mais und die Sukuk. Ne? Sukuk, ganz, ganz wichtig. Mit einem schönen Kai. Kai dazu und Sukuk und Mais. Sehr, sehr gut. Jojo. Ja. Jalapenos. Was ist aber da passiert? Was ist das, Amelore? Wo ist die Tomatensauce? Was schicken die Tomatensauce? Hä? Bro! Wo sind das hin? Das Ding ist, bei der einen können die das machen. Aber was mit der anderen? Was soll das? Calzone? Nein, das ist doch keine Calzone, Mann. Calzone ist doch eine Pizza, die in der Mitte geklappt wird, bevor sie in den Ofen kommt, und dann bläst die sich im Ofen so ein bisschen auf. So eine halbe Pizza ist das. Das ist keine Calzone. Was soll das? Ich bin schwanger. Aber es ist nicht von dir. Es ist von uns. Wenn die Jungs und ich eine... ist nicht von dir. Es ist stark. Von uns. Stark, wenn stark. Die Jungs und ich eine Stunde Ausfall haben in der Schule. Wo rennt der raus? Ja, da, links. Was hast du gedrückt? Oh nein, wir haben das einmal gemacht. Wir haben einmal in der Schule übernachtet und dann sind wir nachts ins Sekretariat gegangen und haben das dann nachts einfach bedient. Und man hat das auch draußen gehört. Und dann haben die Nachbarn einfach die Polizei gerufen. Und dann musste unsere Lehrerin irgendwann nachts um 1, 2 Uhr runter und halt sagen, dass wir hier übernachten. Das war wirklich geil, Mann. In der Schule übernachten war sehr, sehr geil immer. Habt ihr auch mal schon mal in der Schule übernachtet? Das war wirklich wild. Das war so aufregend immer, vor allem so nachts dann so durch die dunklen Gänge und so zu laufen, wenn Lichter aus waren. Das war wirklich sehr, sehr geil. Nee, zum Glück nicht. Bro, das war voll cool, mit Homies in der Schule zu übernachten. Das war anders, Digga. In der Grundschule und auch in der 5. oder 6. Klasse. Lervenkitzel, 100%, Digga. Als Kind hat man das voll gefühlt. Ja, mit Taschenlampe. Wir sollten auch alle Taschenlampen mitnehmen, das weiß ich auch noch. Und dann sollten wir so Betten mitnehmen, so Schlafkissen und sowas zum Schlafen. Dann gab es immer diese Rich Guys in der Klasse, die so eine schöne, dicke, aufblasbare Luftmatratze mitgenommen haben. Die haben die dann schön aufgeblasen. Und dann gab es mich, Bruder, der mit Yogamatte dahin gegangen ist und nicht mal Decke und Kissen dabei hat. Ich hab auf meinen Rucksack geschlafen. Ich schwöre auf alles. Das war wild, Digga. Und die Rich Kids, die hatten immer diese riesige, aufblasbare Luftmatratze, Digga. Und das sah so gemütlich immer aus. Was nochmal, Digga? Mach nochmal. Ah. Ses. Salamun alaikum. Nein, die haben keinen Dings ausgelöst, Bruder. Ey, nein, das ist abgefuckt, Bruder. Das können die nicht machen. Ich dachte, die reden, die sagen irgendwas. Bruder, so einen Alarm auslösen ist wirklich ekelhaft, Bro. Das ist wirklich ekelhaft. I don't know, ob das real ist oder ob da jemand auch war. Kann auch sein, dass es Nachschule war. Oh.
Im Moment, wenn der Erste im Freundeskreis seinen Führerschein hat. Ich hab bestanden! Yeah! Alles Gute, hier ein kleines Geschenk für dich. Ach John, wäre er nicht nötig gewesen. Oh doch. Was soll ich damit? Küss ihre Augen, Herr Jackson. Ich muss sie an den Typen. Ich schwöre, ging es nicht so true. True, Digga. Oh mein Gott, so ein starker TikTok, so ein starkes TikTok, Digga, wirklich. Küss ihre Augen, Herr Jackson. Ich ruf sie an, wenn ich sie brauche. Ich habe mir einen Hund geholt, der mich vor Einbrechern schützen soll. Und ich werde ihn heute einmal testen. Ey, ich dachte, der soll... Guck mal, der ist selber durchgezogen, Alter. Wo geht der raus? Der springt aus dem Fenster. Fett gekocht, Schnitzel. Hey, guck mal, wie ekelhaft. Ey, Katzen sind eigentlich so. Bruder, die sind so hinterlistig ekelhaft. Guck dir das mal an, Bruder. Fett gekocht, Schnitzel. Hey. Immer dieser eine Typ, der random anfängt zu flexen. Entschuldigung? Ja? Wo geht's jetzt zum Bahnhof? Siehst du den weißen M4 Competition hier vorne? Ja. Das ist meiner. Und zum Bahnhof. Ich hätte so gerne eine Katze, Mann. Aber ich weiß, ich hab das schon tausendmal gesagt, aber. Es geht leider nicht, Mann. Wenn ich viel hin und her reise und so, die sind dann viel zu lange mal allein zu Hause. Ich weiß aber nicht, ob das ein Problem ist oder nicht, aber ich würde es eigentlich nicht machen. Obwohl ich sehr gerne Katzen hätte. Sehr, sehr gerne, Digga. So zwei kleine Babykatzen. Danke. Zwei kleine Pussys, Digga. Das wäre wirklich nice. Ciao. Sie, OMG, dieses... Das sind wirklich so Babykatzen, die doch so richtig frisch und so süß sind. So, die kannst du einfach dann so... Die Jungs und ich währenddessen... Einfach genauso erstellen Geografielehrer die Karten in einer Arbeit. Hä, was denn, Digga? Man sagt das doch so. Ja, weil ihr, nur weil ihr sass denkt, heißt das nicht, dass ich immer sass denken muss, Digga. Was ist denn los mit euch? Oha, oha, oha. Yo, yo, yo. Die Kinder bekommen hier danke, einfach Karo, eine hast Depression. Mein was ist Spielplatz. Das? Spielplatz? Für Mama, okay. Die armen Kinder, Bruder. Der Bray hat einfach Kulturschock auf neuem Level bekommen. Ich schlafe ganz normal. Ich habe was eingekauft. Warte mal, guck mal, was das ist. Warte, ich fahr mal schneller. Mal gucken, was es ist. Hä? Oh mein Gott, Bruder. Was ist denn die? POV, du bist in Holland in einem Park, Digga. Bruder, ich wollte nur kurz was einzahlen, ne? Digga, was geht denn da? Komm wieder raus. Ist das Lach-Yoga? Denkt ihr, die eine ist auch dabei? Wie hieß die nochmal? Wie war nochmal der Name von der einen? Die immer gesagt hat, heute, wie hieß die nochmal? Kann mir jemand einen Clip von der schicken? Ich hab den Namen von ihr vergessen. Die immer lacht, genau. Bruder, ich wollte nur kurz was einzahlen. Scheiße, ne? Ich hab auch Hilfe. Komm wieder raus. Digga, mein geklautes Fahrrad wurde mir geklaut innerhalb von 10 Sekunden, wo ich da drin war, Digga. Alles klar, Alter. Ja, scheiß drauf. Ich hab mir auf ein neues gezogen, Digga. Oh, wie soll das? Man, fuck this. So sieht Bahnfahren in Duisburg aus. Man, fuck this shit, man. So sieht Bahnfahren in Duisburg aus. Diese scheiß Vorurteile. Guck Discord, warte. Googlin. Hallo, heute habe ich das Baumlachen. Lachen. Die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Einmal noch, und komm. Um einmal, die haben wir echt lange nicht mehr gesehen. Viele werden sagen, ist alt, aber den ich will... Baum. Die hat eben den Kurs im Park gegeben, glaube ich. Millionen Klicks, die hat alles auseinandergenommen. Ich frage mich halt, wie sie da drauf gekommen ist. Bahnfahren in Duisburg aus. Okay. Das Bahnfahren in Duisburg. Natürlich sind das Vorurteile, die Jugend hat da keinen Respekt mehr, das sind Vorurteile. Oh ja, ganz unverschämt, weil es auch nicht irgendwie auch ältere Leute gibt. Oha. Die schreit einfach.
Wisst ihr, an wen die mich erinnert? An die Frau, wo so ein Junge mit so einem E-Roller vor ihr fährt. Vor ihr ausrutscht. Und er sagt so, Entschuldigung, Entschuldigung. Die so, ich kann das alles nicht mehr. Genau das war die. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn man nicht ohne den perfekten... Atmen Sie tief durch. Es ist okay. ...den Handschlag gehen will. Ja, Bro, ja. Boah. Ja, okay. Das neue okay, Update von Bro. Tempelmann yo, ist yo, irgendwie chill, bisschen merkwürdig. Oh mein Gott, einer der ersten Spiele einfach auf dem iPhone. Boah, den darf er gar nicht mitnehmen, aber ich hätte ihn auch mitgenommen, Digga. Geil, Digga, den würde ich auch hinten aufstellen. Noch viel mehr. Ba-ba-ba-ba. Oh, Clemens, alles Gute zum Geburtstag. Auch von meiner Freundin. Alles Liebe zum Geburtstag, Clemens. Alle Küsse auf die Eichel. Mir auch. Nein, von dir nicht. Bro. Okay. Alter. Jo. Sieht ein klassischer Nachmittag okay. In Karlsruhe aus. Okay. Karlsruhe, so cringe. Was geht denn in Karlsruhe? Oha, der trägt Tomorrowland auf seinen Rücken, der Bruder. Ey, da gibt es echt Menschen, die machen das ohne Schämen, ne? Jeder Valorant-Spieler alle 5 Sekunden. Jeder kennt diese random Phase bei seinem Vater. Wo warst du? Draußen. Gestern draußen, heute? Ja und? Gestern Spaß, heute Spaß, morgen Spaß. Wie lange? Was machst du mit deinem Leben? Wer bist du geworden jeden Tag Spaß? Wer bist du? Du bist krank. Wollen wir reden? Du bist krank. Bist du depressiv? Nein. Was ist los? Hä? Die geht raus, er fragt sie. Das ist doch gut, dass sie rausgeht, was Digga. Was ist los? Oha, oha. Ja, okay, Bruder, ja, okay. Jetzt. Der Arme wollte sie doch nur auf Englisch grundlose reden. Ausrasten, oh ja. Nein. Grundlose Ausrasten bei Eltern ist, glaube ich, Stani, Digga. Irgendwann, man nimmt es doch einfach nur noch an. Einfach akzeptieren, es ist einfach, wie es ist. And I'm 6'9". Yes. Okay? Okay. Saying Götene sikeyim orospuçucu. I say you have very beautiful eyes. Hey. Göz amına koyayım göz. Eyes amına koyayım eyes. Eyes. Was für eyes? Like, was redet der da? Der kann doch selber nicht. Gut. Göz. Do you mean ass? No man, göz amına koyayım. Ya siktir. Göz. Do you mean ass? La sikerim was für ass? No. Göz, eyes. Eyes? Like yes. Eyes? Yes, hey. Your eyes. I'm eyes? That's not a thing. La sikere mamana. La sikere mamana. Der hatte selber keinen Bock mehr, Leute. Der hatte selber einfach keinen Bock. Er hat aufgegeben. Er hat einfach aufgegeben. Ach ja.